hallo. Mein Name ist Sabine Lamprecht, ich bin Physiotherapeutin und wir haben eine Praxis bei Kirchheim-Tepp, die spezialisiert ist auf die Behandlung von neurologischen Patienten. Heute darf ich an diesem Tag für die Pausenaktivität sorgen. Und zwar sollte so etwas Ähnliches wie Kreislaufgymnastik sein. Nicht so eng nehmen, aber es soll eher so ein bisschen aktivieren, weil ja die Vorträge und das Zuhören natürlich sehr anstrengend sein können, im Sitzen stattfinden. Es gibt zwei Blocks. Wir mischen das, wir machen Dinge im Sitzen für die, die eher im Sitzen mitmachen können. Aber ich mache auch ein paar Sachen im Stehen, weil es natürlich gut ist, wenn man nach so einem langen Zuhören auch aufsteht. Und los geht's. Als erstes mit den Fingern, das ist die klassische Kreislaufgymnastik, dass man Finger streckt und beugt. Und wir können das mal so schnell wie möglich machen. Und wir können es auch mal so stark strecken wie möglich. Und ich weiß es nicht, wie es den anderen geht. Ich werde so langsam müde, deswegen gehen wir wieder runter mit den Armen, schütteln das aus. Super. Machen wir aber das gleiche nochmal und zwar zur Seite. Und auch wieder Finger strecken, so schnell es geht. Super. Genau. Nochmal ein bisschen schneller, wenn es möglich ist. Nochmal ein bisschen schneller. Oh, ich werde auch schon wieder müde. Schütteln und kurze Pause machen. Bei der Kreislaufgymnastik geht es immer darum, möglichst schnell, dass der Kreislauf in Schwung kommt. Jetzt machen wir es nach oben. Das gleiche nochmal. Möglichst schnell Finger strecken. Wunderbar. Und noch schneller, und noch schneller, und noch schneller. Und wieder ganz gut strecken und Pause machen. Sehr gut. Kurze Pause. Ausstrecken. Jetzt machen wir Ähnliches, aber nur ohne Fingerstrecken. Darf man mitmachen, muss aber nicht. Und zwar machen wir es einmal nach vorne, einmal zur Seite und einmal hoch. Vorne, Seite, hoch. Vorne, Seite, hoch. Vorne, Seite, hoch. Dann machen wir jetzt hoch, Seite, vorne. Hoch, Seite, vorne. Hoch, Seite, vorne. Jetzt machen wir ein hoch, ein runter. Sehr gut. Das auch ganz schnell. Jetzt machen wir ein vor und ein zur Seite. Super. Und auch möglichst schnell immer machen, damit der Kreislauf in Schwung kommt. Jetzt machen wir wieder ein hoch, ein runter. Was fehlt noch? Ein hoch, ein zur Seite fällt noch. Genau, und jetzt machen wir es dreimal da und dreimal da. Sehr gut. Und nochmal dreimal da, super. Und dreimal da. Und dreimal hier. Und das letzte Mal dreimal hier. Und Pause mal. Ich hoffe, so ein bisschen ist der Kreislauf in Schwung gekommen. Bei mir auf jeden Fall. Jetzt machen wir was für die Beine. Und zwar bei den Beinen fangen wir mal auch mit den Füßen an. Und versuchen Fuß, Spitze, Hacke, Ferse. Hacke, Ferse, Hacke, Ferse, Hacke, Ferse, Hacke, Ferse. Wer es nur mit einem Bein kann, macht es einfach nur mit einem Bein. Und die anderen versuchen es mit beiden. Jetzt gehen wir schneller und noch schneller und noch schneller und versuchen zu rennen. Super, noch schneller und Kreislauf ein bisschen in Schwung gekommen. Jetzt nehmen wir ein Bein hoch und kreisen. Also man darf das Bein natürlich auch frei halten, wenn man das kann, oder festhalten und kreisen. Und kreisen, kreisen, kreisen und andersrum und andersrum und andersrum und eine Acht. Klasse. Genau, immer möglichst schnell, wenn es um Anregung geht. Acht andersrum. Oh je, kann ich das? Acht andersrum. Doch, das kriegen wir hin. Acht andersrum. Ja, ich glaube, ich habe es wieder gleich rum. Und Pause machen. Sehr gut. Jetzt war das Bein dran. Wie gesagt, wenn man es nur mit einem Bein kann, ist das völlig okay. Jetzt nehmen wir das andere Bein und machen wieder die Acht. Nochmal eine Acht machen. Acht machen, die Acht machen. So schnell das geht. Und wieder andersrum. Und wieder andersrum. Genau. Und wieder andersrum. Wenn es geht, frei. Boah, das ist dann anstrengend.
Und Pause machen. Sehr gut. Jetzt mal zur Seite ran, Seite ran, zur Seite ran, zur Seite ran. Der Rand und mit dem anderen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und Pause. Sehr gut. Wieder einfach, wenn man es nur mit einem Bein kann. Das ist völlig in Ordnung. Und dann mit einem Bein. Jetzt treten wir auf der Stelle. Erst ganz langsam und fest aufstampfen und dann werden wir schneller, 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 schneller und noch schneller, so schnell es geht, wenn es nicht anders geht, einfach mit einem. Und noch schneller, noch schneller, noch schneller und wieder Pause machen. Sehr gut. Jetzt machen wir zum Schluss, machen wir eine Sache im Stehen. So, wir stehen auf und machen jetzt das gleiche im Stehen, auf der Stelle treten und wir versuchen jetzt immer schneller zu werden und immer schneller werden und wer kann, darf auch hüpfen. Ansonsten gut festhalten und auf der Stelle treten. Sehr gut und jetzt mal Knie so hoch es geht. Und Fersen nach hinten, wenn es geht. Die nur mal ausschlafen würden. Setzen wir uns wieder hin und haben eine Pause verdient. Dankeschön.